Moin. Moin, moin. Mal wieder ein Verkostungsvideo von uns, also von Simple Sample. Ja, und heute sind wir sehr gespannt. Wir verkosten einen The Rose. So, und ich würde sagen, Steffen, schenk uns doch mal was in The Grape ein. The Grape. The Grape. Ja, genau. The Rose, das wird, also wir kosten einen Ammoniak. Ein Ammoniak ist einfach destilliert. Und The Rose, ich denke, der Name wird in Zukunft sehr oft auftauchen. Mhm. Es ist eine Art unabhängiger Abfüller, wenn ich das jetzt mal so benennen darf. Die reisen halt einfach durchs Land und besuchen Bauernfamilien, Weingüter, ja, und kaufen von denen einfach die Fässer ab. Ja, wo sie sagen, die Qualität stimmt, das passt, ja, nehmen die einfach die Fässer mit, füllen die ab. Hier immer mit Jahrgang. Ja, mhm. Hier haben wir den Jahrgang 2005, ja. Und 16 Jahre alt dementsprechend. 16 Jahre alt und auch mit wirklich kräftigen 50% abgefüllt. Macht es auf jeden Fall mega, mega spannend. Also darauf freue ich mich jetzt richtig. Ja, ja. Ist auch sehr, sehr interessant hier drin. Ist so ein kleines Heftchen. Steht draußen jetzt auf dem Karton schon. Also der Armagnac stammt von dem Weingut Pagui, also Domaine de Pagui. Mhm. Ob man es richtig ausgesprochen hat, weiß ich nicht. Googelt es einfach mal. Ja. Das ist ein schönes Weingut. Und hier auf dem Heftchen mit Pool ja, steht sogar drauf, die Anteile von den verwendeten Trauben. Aha, sehr gut. Wie groß das Weingut ist, 7 Hektar. Ja. Dass das sandiger Boden ist. Aha. Das Terroir, alles drauf. Das mit den Böden, das müssen wir echt im Auge behalten, ja. Weil bei Cognac, Armagnac, das eine größere Rolle spielt, wie man glaubt. Ja, ja. Ja. 53% Volumen wurde das destilliert. Mhm. Also mit 53% Volumen kam es ins Fass und nach 16 Jahren waren immer noch 50% Volumen da. Boah. Und Barrels Oak from the Area, also französische Eiche. Cool, cool. Ob das nun eine Limousin-Eiche war, ja. Weiß ich nicht, aber französische Eiche. Französische Eiche. Ah, er dampft auch wieder, schön. Ammoniak. Einfach destilliert? Das ist immer ganz cool, wenn du sagst, ja, heute probiere ich einen Ammoniak. Was? Ammoniak? Ammoniak? Macht man das nicht in der Haare? Oder? Nee. Also Ammoniak, eine sehr, sehr unterschätzte Spirituose. Auf jeden Fall. Die natürlich auch ein Weinbrand ist, ganz klar. Im Gegensatz zum Cognac, wie Uli schon gesagt hat, einfach destilliert, also wesentlich dreckigerer Brand. Ja. Was positiv in dem Sinn ist, weil ja. Der mehr mit dem Fass kämpfen kann, sozusagen. Also nicht, wenn man kann übertüncht. Man kann halt wesentlich älter abfüllen. Ne? Ja. Also wenn ich es hier im Einstieg mit 16 Jahren schon. Ja. Das ist natürlich. Ich muss schon grinsen, ne? Also. Boah. Das ist ja krass. Natürlich eine komplett andere Geschichte als Cognac. Ja. Aber wirklich. Ja gut, liegt vielleicht auch nicht 50%. Ja. Ja, also. Ja. Puh. Ja. Muss man erstmal sortieren. Das muss man erstmal sortieren. Das ist. Also, ich habe das Gefühl, dass es ein widerspiegelndes Aroma gibt, was die Orange angeht. Mhm. Ich habe hier tatsächlich auch wieder ein bisschen Orange. So ein bisschen orangig immer. Ja. Mhm. Ich mag es jetzt kaum sagen, aber... Warte, lass dich auch. Okay. Gewürze? Nee. Gewürze? Ja, auch. Aber es auf. Mich erinnert es entfernt an einen richtig alten Bourbon. Ja. Riech mal dran und denk an einen richtig guten alten Bourbon. Papi Van Winkel Richtung. So in der Richtung. Flasche ausverkauft. Fruchtiger, alles klar, aber es sind... Grundtöne da, finde ich. Also das ist selbstverständlich ohne Klebstoff und ohne alles, was man sich so vorstellt. Ne? Ja, du könntest recht so haben. Diese Grundaromatik. Diese Holzigkeit, die er auch mitbringt. Ne? Also ja, diese feinen Gewürze. Also ich habe mir die Nase jetzt würziger vorgestellt. Also es ist wirklich, ne, du hast nur so ein bisschen Vanille, ein bisschen Minze. Vielleicht ist es die Minze, was mich so ein bisschen an den Bourbon erinnert. Minze, Bourbon? Ja, so dieses Frische halt. Dieses, ja. Ne? Frische Fässer.
Handwärme tut dem unheimlich gut. Also okay. Der ganz kurze Kontakt jetzt hat ausgereicht. Das ist ja auch, warum wir die Gläser auch in dieser Form gemacht haben. Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Aber riech jetzt mal dran. Schokolade. Echt? Ja. Kein Fake. Krass. Echt? Läuft. Ja. Ja, den wahrscheinlich nochmal 10 Minuten stehen lässt, da kommen wahrscheinlich auch noch ganz andere Geschichten raus. Ne? Also das Glas entpuppt sich ja wirklich so als Cognac, Armagnac, alles. Wie kommt das bloß? Und es hat auch noch die Form einer Traube. Oh. Mensch. Also die Nase ist auf jeden Fall hochkomplex. Wirklich. Wirklich. Ja. Also ich habe gehört, bei Cognac und Armagnac darf man auf keinen Fall mit Wasser arbeiten. Okay. Die brechen ein unter Wasser. Nicht wie bei Whisky oder so. Aber vom reinen Gefühl her. Könnte ein Tropfen rein. Ja. Hätte ich jetzt auch einen Tropfen Wasser reingemacht. Mhm. Ich mache es aber nicht, weil ich höre auf die Leute, die sich auskennen. Vielleicht machen wir das später mal ohne Kamera. Mhm. Ja. Aber toll. Weißt du, welche Nase ein bisschen erinnert? An den Frisskinder. An den Frisskinder? Ja, so ein bisschen Schokolade nun. Also es ist ein belgischer Whisky. Ja. Holländisch. Holländischer, Entschuldigung. Belgien, Holland. Deutschland. Japan, China. Ja, lass probieren. Jawohl. Prost. Zum Wohl. Boah. What the fuck? Was ist das denn? Also, richtig gut. Richtig gut, richtig erwachsen. Krass. Haut mich jetzt von Latschen ein bisschen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht unseriös werden, weil bisher auch noch kein alles gut war. Bisher haben wir kein schlechtes Video gedreht. Also ein Negativvideo für die Brennerei oder wie auch immer. Boah, ist das gut. Aber, mal wieder, Abgang relativ schnell weg. Ja. Ne? Ja. Das zieht sich so ein bisschen durch. Ja. Das ist der Abgang, du hast jetzt nicht einen elendig langen Abgang, aber dafür ist der Geschmack umso besser. Hier steht es auch Cask Strength. Also tatsächlich fast Stärke 50%. Single Distilled ist klar. Coole Sache. Aber er bleibt schon eine Weile da. Ja. Mundgefühl. Honig zieht sich hinten raus, finde ich. Ich habe jetzt einen mega Honig-Nachgeschmack. Verdammt. Akazienhonig. Also ist schon, ja. Ich muss nochmal, Entschuldigung. Aber wie krass auch die Nase zum Geschmack unterschiedlich ist. Boah, ist ja gut. Also den würdest du nicht in der Teilung geben? Wenn wir selbst trinken. Spaß. Aber ihr seht das ja schon anhand der Jahrgänge. Da hast du nicht unendlich Flaschen, die nachproduziert werden können. Wenn alle, dann alle. Ich sehe jetzt, ist auf dem Karton ist das auch nicht. Ich sehe jetzt nicht, wie viele Flaschen davon produziert worden sind. Aber es dürfte sich, es ist von diesem Weingut ein, zwei Fässer abgekauft, vielleicht sind es auch ein paar mehr, ich weiß es nicht, aber es wird sich stark in Grenzen halten. Ja, echt coole Geschichte. Also ich glaube, ich habe da so meinen ersten Favorite gefunden. Also, boah, Würze immer noch im Mundgefühl. Wir haben ja gar nicht beschrieben, wie er schmeckt, oder haben wir gesehen? Nee, ein bisschen, doch, ein bisschen. Ja, reicht. Also, mal wieder mega komplexe Würze. Mhm. Also das überrascht mich wirklich. Hatte ich jetzt auch beim Cognac schon, aber hier ist es noch ausgeprägter. Dass du so viele Würzaromen hast, die kannst du gar nicht. Die Gewürze, das geht Bandbreite von Anis über Nelken, Zimt. Schöne Süße. Pfeffer. Auf jeden Fall habe ich sehr reife Früchte. Dunkle Früchte. Ja. Also, als die Flasche ins Lager kam. Dann läufst du so rum, wie wenn so im Team ein Neuer ist. Ne? Ja, und du sagst, was ist denn das für einer? Ne? Da schleichst du so ein bisschen um die Flasche rum und denkst, naja, mal sehen, ob du was kannst. Ne? Und so weiter und so fort. Und ja, du bist im Team auf jeden Fall. Also für dich haben wir auf jeden Fall ein Foto. Ein Foto für dich! Ja. Im Shop-System. Also wahnsinnig komplex. Wahnsinnig komplex. Nicht gedacht. 16 Jahre alt, 50%. Ich glaube, da wird noch einiges kommen. Definitiv. Probiert es selber mal aus. Aber was kostet eigentlich die Flasche?
Wir liegen hier bei um die 73, 70 bis 75 Euro. Ja. 16 Jahre alt, Fassstärke, Einzelfass. Ja, ja, ja. Ist schon ein bisschen gehobener jetzt. Ist gehobener, so ja. Aber hört sich jetzt komisch an. Er scheint es auch echt wert zu sein. Mhm. Das muss man an der Stelle wirklich sagen. Ja. Und was andere Konkurrenzprodukte aus anderen Ländern betrifft, mit der Altersangabe und Alkohol, dann wird es schon wesentlich teurer zum Teil. Der Samplepreis hält sich auch noch in Grenzen, definitiv. Mhm. Zum Probieren, zum Contra, zum Cognac zum Beispiel oder zu den 40%ern ist auf jeden Fall was wert. Mhm. Und ihr könnt uns eins glauben, wenn ihr den probiert, ihr werdet definitiv nicht enttäuscht sein. Ihr werdet sehr überrascht sein. Sehr überrascht sein und ist schon... Das ist ein Brett. Das ist ein Brett. Das riecht Brett, ja. Also, wenn das der 2005er mit 16 Jahren ist, und du kannst ja hier... Das geht ja bis 1954. Du kannst ja hier 50, 60, 70 Jahre alte kaufen. Boah, da freue ich mich drauf. Also da bin ich echt gespannt. Also The Rose wird auf jeden Fall in unserem Fokus bleiben. Auf definitiv, ja. Ja, definitiv. Wir trinken jetzt das Glas oder die Flasche noch aus und okay. Dann ja. Schauen, wie es weitergeht. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein. Ciao.